Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bidi und ich bin in der Karriere mal wieder ein bisschen weitergefahren, habe jetzt schon freies Training und ein Qualifying hier auf der Strecke absolviert und will jetzt in der Formula Rookie ein Rennen starten und habe auch eine relativ gute Rundenzeit geschafft. Die Strecke ist Autodromo Internacional do Algarve. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Aber die Strecke fährt sich echt cool und wir gehen direkt mal ins Rennen rein. Oh, und da komme ich schon das erste Mal von der Strecke ab. Und gut, dass er mir hier die Strafe aufgebrummt hat, weil da musste ich eh bremsen. So. Ja, Leute, es ist wirklich tatsächlich ein Rennen. Also, die sind nur alle hinter mir und ich glaube, ich bin auf der Strecke hier wirklich so gut unterwegs, dass die auch keine Chance haben gegen mich. Ich bin halt von der Pole gestartet, ne? Ich denke, die sehen hier keinen Stich, die Jungs. Was natürlich jetzt für euch ein bisschen langweilig ist, weil hier gibt es keine spannenden Zweikämpfe oder irgendwas, ne? Weil ich fahre ja gerade so ein bisschen alleine durch die Gegend. Aber vielleicht holen wir den letzten noch ein. Dann wird es vielleicht doch noch mal ein bisschen spannend. Oder ich baue hier noch einen Riesenbock. Und muss mich dann ja wieder nach vorn kämpfen, aber wenn hier nichts anbrennt,
können wir uns ja so ein bisschen die Strecke angucken und die Landschaft. Das sieht cool aus da hinten mit den Bergen. Das ist echt schön gemacht. Sieht auch geil aus, das Gebäude hier. Hier fahren wir quasi einmal um das Ding drumrum. Und dann wieder auf die Berge drauf zu. Fährst ja eigentlich die ganze Zeit um dieses runde Ding drumherum, ne? Das ist mir so noch nie aufgefallen. Aber jetzt haben wir halt mal ein bisschen Zeit zum Klotzen hier. Das, hoffentlich klingt das nicht so überheblich. Ich weiß halt auch nicht, was bei der Karriere für einen Schwierigkeitsgrad eingestellt ist. Keine Ahnung. Und am Anfang meiner Karriere habe ich mich ja teilweise schon ganz schön heftig angestellt, aber mittlerweile bin ich halt auch schon ein bisschen in Project Cars 2 in VR unterwegs gewesen und je mehr man hier fährt, umso besser wird man natürlich, logisch, nur dass ich halt mit der Karriere noch nicht wirklich weitergekommen bin, beziehungsweise noch nicht großartig weitergefahren bin und jetzt wahrscheinlich schon für den Anfang der Karriere ein bisschen zu gut bin. Aber das ist halt auch wirklich, also du hast ja im VR so ein geiles Gefühl für die Kurven, für die Scheitelpunkte, auch wenn ich sie jetzt noch nicht alle hundertprozentig treffe, ne? Aber auch für die Streckenbreite und du kannst das so schön abschätzen. Und hast halt auch wirklich ein anderes Gefühl fürs Auto als in Flat auf Monitor. Und ich habe in Flat wirklich auch unglaublich gern so Rennsimulationen und überhaupt Autosimulationen gespielt. Aber in VR ist das einfach nochmal so viel geiler. Ich kann es euch nur immer wieder sagen. Wenn ihr einen einigermaßen flotten Rechner zu Hause stehen habt, dann kauft euch so eine Brille und legt los, ehrlich. Das ist geil. Und die meisten Spiele, gerade hier wie Project Cars 2 oder so, wenn ihr das eh schon habt, dann müsst ihr das nicht nochmal kaufen oder irgendwas, sondern dieser VR-Modus ist da mit drin. Das gleiche bei Dirt Rally. Und auch bei Assetto Corsa. Also die kann man alle, wenn man die eh schon auf dem Rechner rumdümpeln hat, alle in VR zocken. Ihr braucht nur so ein Teil. Die letzte Runde, ne? Sehen wir den letzten noch mal irgendwo? Ich glaub's nicht. Na, dann spule ich halt hier so meine Runden ab und erzähle euch ein bisschen dazu, ne?
Und ja, ich sag mal, in VR, das ist jetzt hier nicht die mega High-End 4K irgendwas Auflösung, logisch. Aber das macht's halt wett, indem du halt mitten in der Kamera drin sitzt, ne? Das ist einfach ein unglaublich cooles und sehr, sehr realistisches Fahrgefühl. Also deutlich realistischer als vor Monitor. Und wer wirklich ein bisschen Bock auf sowas hat und gerne Simulationen fährt, der ist hier genau richtig, weil hier geht es noch ein Ticken oder noch deutlich intensiver in den realen Rallye-Sportrennen, ne? Hier fehlen eigentlich nur noch die G-Kräfte. Alles andere hast du hier. Sehr schön. Oh wei, oh wei. Und wahrscheinlich mit einem fetten Vorsprung von. Gesamtzeit 10. Was? Ich war 2 Minuten schneller als. Alter Quatsch. Echt? Geht doch gar nicht. Da hätte ich die ja einholen müssen, überholen müssen. Wer weiß, wer weiß. So. Na wunderbar, dann haben wir doch dieses Rennen hier bravourös gemeistert. Auf dem Siegerwerttest und noch die schnellste Runde gefahren. Mit einer 24304. Ja, kann man machen. So. 32 Punkte eingefahren, ein Sieg, einmal auf dem Podium. Ja, sehr schön. Das lief doch mal wie ein Länderspiel. So, und als nächstes fahren wir irgendwann in Spanien durch die Gegend. Circuit de Barcelona, Catalunya Nacional. Okay. Cool, das ist dann quasi die nächste Runde und dann geht es irgendwann nach Donington. Lasst uns mal in den Kalender reingucken. Was geht denn hier noch? Donington kommt da noch. Dann Monza. Oh, Monza ist auch geil. Und der Red Bull Ring in Österreich. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, ich denke, ich werde euch ab und zu mal bei so einem Rennen mitnehmen. Die freien Trainings und das Qualifying, das tue ich euch nicht an. Aber ich denke, so ein Rennen ab und zu mal ist bestimmt ganz cool. Wie schon gesagt, ich muss mal gucken, was hier für eine Schwierigkeitsgrad eingestellt ist, beziehungsweise ob man in der Karriere überhaupt einen Schwierigkeitsgrad einstellen kann oder ob der dann sukzessive mit den neuen Rennklassen, in die man dann wahrscheinlich aufsteigt, wechselt. Keine Ahnung, werde ich mich mal damit befassen. Ja, ansonsten soll es das für heute erstmal gewesen sein, auch wenn ich jetzt ein bisschen vorneweg gefahren bin und das eigentlich kein richtiges Rennen, sondern so ein Pole Position, Ziellinie, Sieg war, habe ich euch vielleicht doch hier und da noch einen Anreiz gegeben, euch vielleicht doch so ein Ding zuzulegen, um Autorennen zu fahren, weil es ist einfach geil, es macht Spaß, es ist mittendrin statt nur dabei. Okay, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, Däumchen und Abo würde mich wie immer freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis bald. Bye bye.